Ja, und in Brüssel begrüße ich jetzt meinen Kollegen Jan-Christoph Nüse. Guten Morgen. Das war eine lange Nacht, auch für Sie? Ja, also es war nur auf der Skala der Brüsseler Nachtsitzung so eine mittlere Nummer. 2.30 Uhr hat die Pressekonferenz der Kanzlerin begonnen. Sie selbst hat dann noch vor 3 Uhr das Gebäude verlassen. Aber wir haben es gerade schon im Beitrag gehört und ich habe es mir im Fernsehkontrollraum hier nochmal bestätigen lassen. Wirklich 5.30 Uhr erst ist David Cameron aus dem Gebäude gegangen. Übrigens zum gleichen Zeitpunkt auch François Hollande und der Präsident der EU-Kommission Juncker. Also da wurde in kleinerem Kreis weiter verhandelt. Denn man hat ja gestern Abend beim Thema Brexit keine Einigung gefunden. Genau, das ist auch mein Eindruck, keine Einigung. Warum nicht? Wo sind die Knackpunkte? Ja, das Hauptproblem ist das, was man auch schon erwartet hat, das, was auch durchs Europäische Parlament gehen muss, die Ausnahmen für die europäische soziale Gesetzgebung, die Großbritannien verlangt, also die Möglichkeit, EU-Ausländern, die in Großbritannien arbeiten, für eine Zeit lang keinen Zugang zu geben zu den Sozialleistungen. Das war im Grunde genommen erwartet worden, dass es da Schwierigkeiten gibt. David Cameron hat nämlich gestern Abend nochmal nachgelegt, sozusagen als Forderung, nochmal bis jetzt war ein Zeitraum für diese Ausnahmeregelung von ungefähr 7 Jahren im Blick. Und nun hat er gestern Abend gesagt, nein, wir wollen das nicht nur 7, sondern wir wollen nochmal 2x3 Jahre verlängern, also 13 Jahre. Und da gibt es natürlich Widerstand, vor allen Dingen von den Ländern Osteuropas, deren Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien arbeiten, die die Rechte ihrer Bürger schützen wollen. Und unter uns gesagt, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass das hier alles so glatt abgeht. Wie viele Sondergipfel zum Thema Griechenland haben wir gehabt? Und ich hätte immer vermutet, dass David Cameron es unter Umständen sogar drauf anlegen wird, einen eigenen Sondergipfel für sein Thema zu bekommen. Ja, vielleicht gucken wir noch mal kurz auf das Verhältnis Großbritannien-Frankreich. Sie haben eben selber gesagt, die beiden Cameron und Hollande sind erst heute Morgen zusammen aus dem Verhandlungsgebäude gegangen. Die Franzosen haben da ja eine dezidiertere Haltung zu den Wünschen der Briten. Angela Merkel scheint da etwas Zugeständnis machen zu wollen. Wieso ist da Frankreich da besonders hart? Ich glaube, Frankreich sieht das eher grundsätzlich. Frankreich sieht eher die Gefahr, dass auch andere Länder kommen und Sonderregelungen haben wollen. Und das will man eben vermeiden, den Eindruck, dass jeder jetzt kommen kann und hier sein extra Europa geliefert bekommt. Insofern, das ist etwas Grundsätzlicheres, während ich glaube, der härtere Widerstand kommt von den Ländern Osteuropas, wirklich die Rechte ihrer Bürger schützen wollen. Zum Beispiel die Frage eben, diejenigen, die schon in Großbritannien leben, werden die künftig für ihre Kinder, die nicht in Großbritannien leben, einen Kindergeldsatz bekommen, der den Kosten in England entspricht oder den Kosten in Bulgarien, Rumänien. Das ist zum Beispiel eine der Details. Und man hat ja gesehen, wie viele Details da auf dem Tisch lagen. Die Kanzlerin hat ja am Beginn ihrer Pressekonferenz erstmal so ein bisschen mit den Unterlagen geraschelt und sortiert. Also es lag gestern wirklich eine Menge Papier auf dem Tisch. Ja, gut. David Cameron droht ja damit, notfalls auch den Gipfel platzen zu lassen. Wie schätzen Sie das ein? Braucht er heute einen solchen Eklat, um vielleicht in seinem Land auch zu punkten? Also ich glaube jedenfalls, dass die bisherigen Ergebnisse die jetzigen Kritiker seines Kurses nicht umstimmen werden. Das hat man schon im Europäischen Parlament erlebt. Da hat man ja erlebt, wie die Parteien wie zum Beispiel United Kingdom Independent Party, UKIP, wie die argumentiert haben. Die haben sich ein bisschen lustig gemacht über das, was schon damals auf dem Tisch lag. Also ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich mit dem Ergebnis von gestern nach Hause fahren kann, so ganz einfach. Wir werden es einfach heute nochmal sehen. Es kann auf jeden Fall heute auch längere Verhandlungen geben. Ja, und dann geht es ja auch um die Flüchtlingspolitik. Wie isoliert ist denn da jetzt Bundeskanzlerin Angela Merkel? Also ich glaube, wenn sie ehrlich ist, auf der Rückfahrt hier vom Gipfelgebäude, so gegen 3 war das wahrscheinlich, zu ihrem Hotel in der Innenstadt, da wird sie vielleicht mal überlegt haben, wie die Situation ist. Also erstens, die grundsätzliche Linie europäische Flüchtlingspolitik ist auch Verteilung von Flüchtlingen, die ist in weite Ferne gerückt. Und zweitens, das ist vielleicht noch etwas bitterer für sie, bisherige enge Freunde, wie zum Beispiel Österreich, rücken ab, machen Alleingänge. Österreich hat ja, wie Sie wissen, beschlossen, nur noch täglich eine gewisse Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen.
abzunehmen. Das ist ein voraussichtlicher Bruch europäischen und internationalen Rechts. Das hat die EU-Kommission gestern bescheinigt. Österreichs Kanzler Faymann hat trotzdem gesagt, wir machen da weiter. Und es kommt ein drittes hinzu, eine Meldung, die vielleicht gar nicht so sehr bis jetzt im Blick war. Es haben sich die Polizeichefs von 5 Ländern in Zagreb gestern getroffen, Länder an der Balkanroute, und die haben gesagt, wir kontrollieren an der Grenze zwischen Mazedonien und Griechenland und dann leiten wir Flüchtlinge weiter nach Österreich. Und auch der österreichische Polizeichef war wohl, was man lesen konnte, dabei. Und das würde bedeuten, die Flüchtlinge werden nach Österreich gebracht mit dem Ziel zur deutschen Grenze, und das würde zusätzlich Druck aufbauen auf die deutsche Position, auf die Position der Kanzlerin. Allerdings, so hört sich das an. Jan-Christoph Nüse, ganz herzlichen Dank für diese Information.